Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Was heißt denn eigentlich mein Hirte? Möchte ich, dass der Herr der gute Hirte ist? Vertraue ich ihm mein Leben an? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mangeln? Was heißt das? Gerade in unserer Kultur, worum geht es? Nicht um materielle Dinge, sondern hierum. Was ist der Mangel deines Herzens? Was fehlt in deiner Seele? Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Frisches Wasser? Grüne Aue? Wo ist dieses frische Wasser? Was tut deiner Seele gut? Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wann hast du das letzte Mal daran gedacht, dass Gott dir und deiner Seele etwas Gutes tun möchte, dass er dich auf rechter Straße führen möchte, dass er dir den richtigen Weg zeigen möchte, um deine Seele zu erquicken? Und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Finsteres Tal. Wo ist dein finsteres Tal? Wo ist der Ort, der dir Stress, Angst, Sorge bereitet? Wo ist der Moment, wo du dir Gott an der Seite wünschst, der mit dir durch dieses Tal geht und dich bewahrt? Der dich tröstet, dich trägt und dich hält. Und wenn ich wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn dein Stecken und Stab sind bei mir. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Dieser Tisch, von dem hier die Rede ist, das ist ein Tisch des Friedens. Es war der Tisch, wo, egal welcher Streit, welcher Unfrieden da war, unterschiedlichste Menschen zusammenkamen, gegessen haben und Frieden erlebt haben. Wo ist ein Mensch, mit dem du vielleicht ganz neu an diesen Tisch, an diesen Ort des Friedens gehen möchtest? Du möchtest ihn segnen, denn das Öl ist Segen. Gott möchte dich segnen. Wo ist der Segen, den du empfängst, weil du ein Friedensstifter bist? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Im Hause des Herrn.
der Ort der Ruhe, des Friedens, da, wo es meiner Seele gut geht, wo wirst du bleiben? Bist du im Hause des Herrn angekommen? Thank you.